Herzlich willkommen zu Nuvisio News. Ja, und ob es dieses Format in Zukunft überhaupt noch geben wird, da scheiden sich derzeit die Geister, denn in den letzten Tagen gab es viele YouTube-Videos, die verkündet haben, dass 2019 endlich Schluss mit YouTube ist und alle kleineren Kanäle dann gelöscht werden. Das Stichwort ist Artikel 13. Ja, und was sagst du dazu, Robert? Hast du dir schon einen neuen Job gesucht? Ich habe mich beworben bei den Münchner Stadtwerken. Ich dachte mir, Gaswasser-Scheiß, das ist doch etwas, was solide ist. Da hat was, das hat Bestand. Nein, aber ich habe das auch mitverfolgt und ich sehe es kritisch, aber nicht so panisch, wie viele jetzt das schon wieder in die Welt hinaus posaunen. Also ich glaube, das wird eine Änderung geben. Aber dass es zur Schließung kommt von allen YouTube-Kanälen oder von den meisten YouTube-Kanälen, die kleineren, das kann ich mir so nicht vorstellen. Ja, vielleicht nochmal sozusagen zur Information. Die EU plant eine neue Richtlinie und da sind zwei Artikel besonders interessant, Artikel 11 und Artikel 13. Und insbesondere Artikel 13 hat es in sich, denn der ist im Moment noch sehr schwammig formuliert, aber auch noch nicht verabschiedet. Und da steht im Prinzip sinngemäß drin, dass nicht mehr der Uploader für mögliche Urheberrechtsverstöße haftet, sondern die Plattform selbst. Ja, und da hat YouTube, um genau zu sein, die Chefin von YouTube, einen Aufruf an die YouTube-Community gestartet, man möge jetzt bitte Druck auf Brüssel ausüben. Man solle Videos erstellen, wo man sozusagen sagt, dass diese Gesetzgebung überhaupt nicht geht, das schadet allen und das wäre Zensur und so weiter und so fort. Was aber die wenigsten dabei bedenken, ist, wir hatten solche Fälle ja schon in der Vergangenheit. Wir erinnern uns an die GEMA oder jetzt auch neulich an die DSGVO. Da gab es auch im Vorfeld ewig lange Diskussionen und YouTube hat mehr oder weniger suggeriert, wenn diese Gesetze kommen, dann müssen wir alles zensieren und so weiter und so fort. Und im Endeffekt sind die Fälle so ausgegangen, dass sich YouTube im Fall der GEMA zum Beispiel geeinigt hat und jetzt läuft alles wieder wie gehabt. Genau. Und genauso wird es natürlich auch mit der neuen Urheberrechtsreform sein. Ich meine, es ist ja nun mal so, dass YouTube eine Plattform zur Verfügung stellt, wo extrem viele Urheberrechte verletzt werden. Mhm. Und da sagt Brüssel einfach nur, wir wollen die Rechte der Künstler schützen. Und das ist ja an sich erstmal eine gute Sache. Da muss man nicht gleich nach Zensur schreien. Natürlich gibt es da auch viele Fallstricke, die es zu beachten gilt. Also man sollte da auf jeden Fall schon genau hingucken und auch schon seine Stimme erheben, dass das Internet in der Form und vor allen Dingen YouTube in der Form möglich bleibt. Aber du sprichst genau so einen Punkt an, seine Stimme erheben. Vielleicht ist es ja auch von YouTube bewusst so lanciert worden, die ganze Kampagne, um eben eine gewisse Bewegung, um einen gewissen Druck von der Öffentlichkeit aufzubauen, der dann auf Brüssel wirkt und darauf dann die Brüsseler Bürokraten dann einknicken oder das Ganze umformulieren im Interesse von YouTube. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass YouTube das als Kampagne lanciert hat, absichtlich. Ja, natürlich absichtlich. Und YouTube schreibt ja selbst, wenn Artikel 13 in der jetzigen Form sozusagen ratifiziert werden würde, dann wäre YouTube gezwungen, sozusagen alle kleineren Kanäle sozusagen zu löschen und nur noch die YouTube-Kanäle der großen Unternehmen zuzulassen. Ja, und das klingt natürlich erstmal extrem fatal. Das wäre eine Situation, die natürlich uns allen schadet, aber in allererster Linie natürlich Google und YouTube selbst. Und deswegen wird es auch niemals so weit kommen. Mhm. Was Google hier versucht, ist, die YouTube-Community sozusagen gegen die Politik aufzustacheln, um, ich sag's mal, Kosten zu sparen. Ja, das ist vielleicht der Grund, ja. Ja, natürlich, weil wenn YouTube in Zukunft haftbar gemacht werden sollte für alle Urheberrechtsverstöße, dann ist das natürlich ein Riesenproblem für so eine Plattform. Und sollte es tatsächlich am Ende so stehen bleiben, dann wäre YouTube tatsächlich gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Aber natürlich ist das im Interesse von niemandem. Und auch nicht von den Politikern in Brüssel, die dann ein super Instrument zur Zensur hätten. Denn wie viele zensurverdächtige Inhalte würde denn das betreffen? Ja, so gut wie gar keine. Das würde weniger als 1% ausmachen. Mhm. Das würde ja vor allen Dingen sozusagen im künstlerischen Bereich, im Gaming-Bereich, im Sportbereich, im Prinzip ganz YouTube müsste dann tatsächlich dicht gemacht werden,
Ja, und das ist natürlich eine Option, die für keine Seiten wirklich eine Option ist. Letztendlich wird sich YouTube in irgendeinem Deal mit den großen Medienanbietern oder mit den Verlagen, die sozusagen Inhalte zur Verfügung stellen, die Inhalte ihrer Autoren, wird sich YouTube einigen. Das wird so laufen wie mit der GEMA und dann ändert sich für uns gar nichts und dann ist das auch kein Instrument zur Zensur, wie es die letzten Tage wirklich unzählige YouTube-Videos behauptet haben unter dem Hashtag Save Your Internet. Und genau das war ja auch der Aufruf der YouTube-Chefin, genau sowas zu machen. Wir nehmen das auch als Hashtag für diese Sendung, Save Your Internet. Aber man muss da nicht wirklich jetzt in Panik verfallen und davon ausgehen, dass wir 2019 alle zensiert werden. Also ich bin da sehr optimistisch, dass das nicht passieren wird. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, um den Druck auf YouTube zu erhöhen, dass die unseren Kanal zum Beispiel nicht sperren. Schließt eine YouTube-Kanalmitgliedschaft mit Nuviso ab, dann wäre dieser Schritt für YouTube nämlich noch schmerzhafter. Kann ich nur empfehlen. Da habt ihr übrigens auch über unseren YouTube-Community-Bereich dann Zugriff auf alle Nuviso-Premium-Inhalte, also Kanalmitglied bei Nuviso werden. Ja, und das wäre dann von meiner Seite zu dem Thema zu sagen. Ja, wir sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin da deiner Meinung. Sturm im Wasserglas, mehr wird daraus nicht werden. Und wenn wirklich etwas anderes kommt, dann müssen wir halt mit der Situation lernen, umzugehen oder dementsprechende Schritte daraus ziehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Google sein bestes Pferd da aus dem Rennen nimmt. Das glaube ich nicht. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Die tun alles, dass der Rubel weiter rollt. Und überleg mal alleine, was die Menschen pro Sekunde auf YouTube hochladen. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es sind unendliche Datenmengen, die auf YouTube gehen. Und du siehst es ja mittlerweile, wie sich die Wahrnehmung oder nicht die Wahrnehmung, wie sich das Konsumverhalten der Menschen verändert. Immer weniger junge Menschen sind im Fernsehen unterwegs. Die sind alle nur noch auf YouTube. Und was es da alles gibt, ich bin selber immer wieder erstaunt. Und ich habe auch viele, viele Stunden auf YouTube verbracht und surfe und lass mich einfach treiben. Ist schon eine großartige Entwicklung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das nochmal wegnehmen lässt. Da würden zu viele Menschen aufschreien. Keine Chance. Genau. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass es über diese Sendung heute noch auch das gesamte nächste Jahr über viel von Nuviso zu sehen geben wird. Wie? Und da kommen wir jetzt mal zu unserem ersten Ausschnitt und Sendehinweis für diese Woche. Mark Mobil. Wir haben ja bereits in der letzten News-Sendung verkündet, dass er in den Iran eingereist ist, aber bis es soweit kam, haben wir natürlich auch noch, ist er jetzt aktuell eine Sendung lang durch Georgien und zwei Sendungen lang durch Armenien gefahren. Die Sendung Blind durch Armenien Teil 1 ist bereits online und durch die Berge von Karabach, das ist der zweite Teil der Armenien-Ausgabe. Ja, und die ist sehr interessant, da wurde er sogar verhaftet und da schauen wir jetzt mal rein. Es war gegen 15 Uhr, als ich aus Matakert weggefahren bin. Die Leute haben mir gesagt, ich würde etwa 2 Stunden brauchen, bis in die Hauptstadt Stepanakert. Aber es sollte alles viel, viel länger dauern. Schuld daran war diese gesprengte Brücke, die man hier links auf dem Bild noch so ein kleines bisschen erkennen kann. Ich habe dort angehalten, um für euch ein paar Bilder zu drehen. Wann sieht man schon mal eine gesprengte Brücke? Aber während ich dort gefilmt habe, hielt plötzlich ein Jeep an meinem Auto und ein Armeeoffizier wollte wissen, warum ich dort filme. Ich habe ihm erklärt, was für Reportagen ich mache und dass ich die Bilder dafür verwende, um euch zu zeigen, welch grausame Folgen ein Krieg hat. Zuerst hat mich der Offizier weiterfahren lassen. Aber am nächsten Polizeiposten hat er sich Verstärkung geholt und mich unterwegs dann nochmal gestoppt. 2 Polizisten haben mein Fahrzeug und den Borat umzingelt und der dritte hat sich alle Aufnahmen in meiner Kamera zeigen lassen. Dann hat der Armeeoffizier gesagt, dass ich mich illegal auf dem Territorium von Bergkarabach aufhalte und dass ich alle Aufnahmen löschen muss. Ich habe ihn mit freundlichen Worten gefragt, ob er eigentlich noch ganz dicht ist. Schließlich ist die Filmerei ein Haufen Arbeit und ich mache das ja nicht zum Vergnügen. Außerdem habe ich es abgelehnt, auf offener Straße, mitten in der Pampa, meine journalistische Arbeit zensieren zu lassen. Wenn überhaupt, dann nur in Gegenwart eines Vorgesetzten. Daraufhin hat mich der Offizier von dem Polizisten festnehmen lassen und wir sind zur nächstgelegenen Polizeiwache gefahren.
Dort kamen dann zwei freundliche junge Männer von der Bergkarabach-Stasi und haben alle Bilder gelöscht, auf denen die Brücke oder jemand mit einer Uniform zu sehen war. Nur dieses eine hier haben sie übersehen, deswegen kann ich es euch zeigen. Vom letzten südlichen Zipfel in Armenien habe ich leider kaum etwas zu sehen bekommen, denn die Strecke führte durch extrem bergiges Gebiet und zu dem Wolkennebel kam auch noch die Dunkelheit. Deswegen war die Sichtweite so stark eingeschränkt, dass man oft nur 20 fahren konnte. Die südliche armenische Grenzstadt Askaran ist mehr ein kleines Dorf als eine Stadt. Hier habe ich die letzten armenischen Dramscheine in iranisches Geld getauscht und auch nochmal alle Vorräte aufgefüllt. Denn alles, was ab jetzt kommt, ist auch für mich Neuland. Drüben im Iran war ich noch nicht. Hier ist die Republik Armenien zu Ende. Neben mir steht ein blaues Schild, auf dem ist geschrieben, dass man in die Grenzzone zum Iran nur mit einem Ausweis oder einer speziellen Erlaubnis hinein darf. Dort drinnen werde ich natürlich nicht filmen. Ich habe mir für den Weg dort rüber noch eine armenische Nationalfrucht frisch vom Baum gepflückt, nämlich einen Granatapfel. Und eigentlich wollte ich die Sendung hier schon zu Ende gehen lassen. Bis dann. Tschüss. Aber ihr wartet doch bestimmt schon auf die ersten Bilder aus dem Iran. Und ich bin ja nun auch schon 10 Tage hier. Ein Anschauungsmittel habe ich uns schon mal mitgebracht, und zwar dieses Fensterleder hier. Ich halte es mal ein bisschen näher an die Kamera, damit ihr es euch aus der Nähe angucken könnt. Sie nennen es Brot, es heißt Lavash und es wird so zusammengefaltet und dann so gegessen. Und ganz ehrlich, wenn man reinbeißt, am Anfang schmeckt es auch noch so ein kleines bisschen wie Fensterleder. Lavash heißt dieses Brot. Soll ich nochmal auseinanderfalten? Komm her. Brot. Ich habe versucht, welches hier zu kaufen und habe dann beim Verkäufer gesagt, ich will so, haben so, haben sie nicht verstanden, weil Brot sieht hier so aus. Am meisten beeindrucken werden euch im Iran wahrscheinlich die Spritpreise. 65 Liter, 6 Euro. Und das war noch eine relativ teure Tankstelle. Ich habe iranischen Kunsthandwerkern bei der Neugestaltung einer Moschee zusehen dürfen und mich zum Beispiel mit Mehsan darüber unterhalten, was die jungen Männer hier mit den jungen Frauen machen, wenn sie mal Lust aufeinander haben. Aber alles das und noch viel mehr erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Mark Mobil, auf die ihr hoffentlich nicht allzu lange warten müsst, denn der Internet-Upload im Iran ist verdammt langsam. Also, macht euch ein paar schöne Tage und bis dann. Tschüss. Wie Fensterleder. Wie Fensterleder. 'Durch die Berge von Karabach', Mark Mobil, Ausgabe 12, gibt es jetzt schon auf dem YouTube-Kanal von Mark Mobil. Bitte unbedingt diesen abonnieren. Mark hat noch viel zu wenige Klicks, aber ja, vielleicht ändert sich das ja jetzt, weil Mark hat seit wenigen Tagen seinen eigenen Psiram-Eintrag. Mark, herzlichen Glückwunsch. Yeah. Eine Grundvoraussetzung für Noviso, einen gescheiten Psiram-Eintrag. Ja, genau. Und der ist ziemlich umfangreich. Ja, erstaunlich. Relativ gut recherchiert. Da steht, wann er wo auf welchem Weihnachtsmarkt den Weihnachtsmann gespielt hat. Also, ja, warum sich Psiram diese Recherchearbeit antut, kann ich zwar nicht nachvollziehen. Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist ein Ritterschlag für alternative Medienmacher. Psiram-Eintrag gehört einfach dazu. Also, herzlichen Glückwunsch an dich, Mark. Und ja, aber wo er auch überall unterwegs ist, ich fass es nicht. Also diese Nummer mit dieser gesprengten Brücke und dann kommen da die Offiziere auf ihn zu und verhaften ihn und er sagt, hey, Moment mal, ich bin hier Journalist und ich lasse mir das überhaupt nicht gefallen. Also der ist schon eine geile Nummer, wirklich. Ja, der hat auch in Armenien sehr viel erlebt, also wirklich sehr spannend, unbedingt reinschauen. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt darauf, was er uns dann ab Ausgabe 13 aus dem Iran berichten wird. Mhm. Er sagt ja selber, das ist für ihn totales Neuland. Da war er noch nie. Das ist jetzt alles ein weites Feld. Und ich bin echt gespannt, was er da alles mitbringen wird. Weil das Land ist, ja, wie soll ich das sagen? Es ist
Für die einen die Ausgeburt des Satans, für die anderen ist es ein freies Land. Es ist so total zwiespältig, ja. Also viele in der alternativen Medienlandschaft sehen den Iran ja eher so als ein Leuchtfeuer der Demokratie noch, obwohl es da auch mit den Mullahs natürlich gewisse Defizite gibt. Aber weil es halt ein Land ist, das sich gegen den westlichen Mainstream stellt, gegen die Vormachtstellung der USA auch, sehen viele in dem Iran natürlich auch so eine Art, ja, ein bisschen Gegenlicht oder Gegenfeuer durch dieses, und bin ich gespannt, was er da alles mitbringt. Also ich habe in beiden Richtungen schon viel mitgekriegt, dass es bei Weiben nicht so schlimm ist, wie man uns immer erzählt, aber auch bei Weiben nicht so gut ist, wie viele Leute gerne hätten. Also da... Ja, und um den Iran besser zu verstehen, ist es natürlich auch immer wichtig, die Geschichte eines Landes zu verstehen. Da wird uns Marc in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder vieles berichten können und vor allen Dingen eben auch über die Historie des Irans. Und das passt auch zu unserem nächsten Studiogast, der uns diese Woche besucht hat, Houman Mirafati. Er war im ersten Golfkrieg ein Folteropfer Saddam Husseins im Irak als junger iranischer Gefangener und ja, eine sehr bewegende und zugleich schockierende Geschichte, die er uns da mitgebracht hat. Wir schauen mal rein. Ja, am Anfang war so, man hat uns alle gefoltert. Besonders erstmal, erste Lager habe ich gut beschrieben im Buch. Man hat uns gezwungen, unter die Dusche gehen. Also wir hatten so einen gemeinsamen Raum, so, wo man durch duschen konnte. Und dann hat man mit Kabel und Schlauch uns geschlagen. Das auch war auf dem Weg dahin? Nein, nein, unter Wasser. Aha. Wirklich, ja. Und dann, das war so, nach 4, 5 Mal, wenn man unter Wasser mit Kabel geschlagen wird, das Haut, beim Abnahme von Kabel, kommt das Haut auch mit. Also wir hatten richtig schwierige Wunde auf dem Rücken. Und dann hat man uns gezwungen anzuziehen, mussten wir im Hof laufen, unter 50 Grad. Den ganzen Tag? Sonne. Nein, nicht den ganzen Tag, aber ein paar Stunden. Und dann diese Schwitzwasser mit Salz über die Wunde. Und wir hatten auch wirklich, es ist kaum zu glauben, aber wenn man wirklich da, Leute, die da waren, wir hatten wirklich Wurm auf unsere Wunde. Und da hatten wir im Zimmer, in unserem Raum hat jemand so eine kleine Panzette geklaut von dem Apotheke, konnten wir einfach die Würmer rausziehen, uns gegenseitig. Also so schlimm war das. Da kamen immer alle paar Monate internationale Rote Kreuz zu uns. Die haben keine Macht gehabt, die haben aber Sachen für uns gebracht, Bücher zum Beispiel, Lernbücher, Sprachbücher, Deutsch, Englisch, alles verschiedene Bücher. Oder religiöse Bücher, Sportsachen, Fußball, Tischtennis oder sowas. Und wir hatten immer Brote gehabt. Diese Brote wurden mit Transporter, die gleich Öl und Diesel transportiert haben. Diese Brote hat man einfach ohne eine Verpackung reingeschmissen. Also die waren im Grunde ungenießbar. Richtig ungenießbar. Aber wir mussten essen. Ging es nicht anders. Diese Brote haben wirklich wie ein Lappen mit Diesel gerochen. Also so. Und ich habe gesagt, ich konnte Englisch. Und dann habe ich eine von diesem Rote Kreuz Mitarbeiter auf ein Vier-Augen-Gespräch gebeten. Und dann habe ich gesagt, habe ich ein Brot mitgenommen, ich gesagt, iss mal dieses Brot. Er sagte, nee, ich habe gegessen. Ich habe gesagt, iss mal dieses Brot. Ich sagte, nein, ich habe gesagt, weißt du was, du arbeitest, weil ich hier Gefangener bin. Sonst wirst du arbeitslos. Im Prinzip, du arbeitest für mich. Du musst das Brot essen, was ich dir sage. Dann hat er das Brot gegessen, sofort ausgespuckt. Ich habe gesagt, weißt du was, wir essen jeden Tag dieses Brot. Und der hat unseren, meinen Namen geschrieben, meine Nummer geschrieben, weil wir hatten jeder eine Nummer auf unsere, mussten wir diese Nummer mit dem Nadel und Garn hier schreiben. Einnähen. Einnähen, also, genau. Und als die waren immer 3 Tage bei uns. Als die 3 Tage vorbei waren, man hat mich genommen, man hat mich in eine Einzelzelle getan. Diese Zelle war
muss ich dazu sagen, wir hatten keine Kanalisation. Wir haben Grube gehabt, das wurde immer, man dachte, dass wir vielleicht unter die Kanalisation abhauen, haben wir eine Grube gehabt, wurde immer geleert mit so einer Maschine, mit so einem Auto. Man hat mich in eine Einzelzelle getan, diese Einzelzelle war über diese Grube. Kannst du dir vorstellen, wie das stank da, so diese Grube. Und War das ein Gitterboden oder? Nein, war nicht Gitterboden, aber da kam einfach von den Seiten oder so kam so. Ne? Diese Einzelzelle war so eng, dass ich nicht einfach da richtig liegen oder sitzen konnte. Und einfach nach Lust und Laune kamen sie immer und haben sie mit Wasserschlauch rübergegossen über mich. Und dann mich rausgenommen und geschlagen wieder reingesteckt. Ich war immer froh, es kommt immer irgendwie komisch vor, wenn man das erzählt, da waren so viele Mücken. Ich war froh, dass sie mit Schlauch kamen und mich geschlagen haben, dass die Mücken weggegangen sind. Also die Mücken, war, ich konnte nichts machen, das waren so viele. Und also 3 Tage war ich da und als ich da rauskam, man konnte mich nicht mehr erkennen. Also ich habe mich so äußerlich so verändert in diesen 3 Tagen. Das wirklich herzzerreißende Interview mit Human Mirafati gibt es jetzt schon für alle Premium-Abonnenten auf Nuviso Plus und natürlich auch demnächst auf unserem YouTube-Kanal für alle frei zugänglich zu sehen. Und ja, also bei so einem Thema bin ich schon ein bisschen auch angespannter als sonst, obwohl ich es eigentlich gewohnt bin, solche Storys zu hören. Und ich habe auch bildtechnisch ja schon viele unschöne Bilder gesehen. Aber wenn man das selber hört dann von jemandem, der das wirklich am eigenen Leib erfahren hat, sprichwörtlich, ja, das ist nochmal was ganz anderes. Vor allem, wir können uns Folter wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ja, was Folter wirklich bedeutet, wenn man jemand schutzlos ausgeliefert ist und keine Möglichkeit hat, diese Qual zu beenden. Und wenn jemand sich so sehr wünscht, gepeitscht zu werden, nur um von diesen Mücken wieder wegzukommen, weißt du, das alleine heißt ja schon, oh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist so viel Unmenschlichkeit, wie es da gibt auf der Welt. Da, man bräuchte viel mehr Miteinander, Menschlichkeit. Das wäre eigentlich das Gebot der Stunde in unserer Zeit. Also, und da bin ich froh, dass ich einen Gast da hatte diese Woche, der diese Themen auf seiner eigenen Agenda stehen hat. Roland Ropers, ein Kardiosoph, wie er sich bezeichnet hat, also ein Wissenschaftler, der die Wissenschaft des Herzens in sich trägt. Ja. Er ist Sprach- und Religionsphilosoph, eigentlich ein unglaublich gebildeter Mensch. Und der hat in seinem Gespräch mit mir von diesen Dingen erzählt, worauf es wirklich ankommt im Leben. Und ja, vielleicht schauen wir da einfach mal rein. Ich gehe an die Wurzel der Sprachweisheit und nicht der Sprachwissenschaft. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Die Sprachweisheit ist etwas, wo mir plötzlich etwas erscheint und ich sage, das ist es, genau das ist es. Ich gebe zwei Beispiele. Es gibt das berühmte englische Wort immediate, das heißt sofort. In jedem Wörterbuch würdest du das auch finden. Immediate heißt sofort, jetzt, gleich. Es bedeutet aber, genau wenn man hinschaut, ohne Medium, ohne Vermittlung. Mhm. Es ist die Verneinung des Vermittlers. Wenn ich eine tiefgreifende Erfahrung machen will, auch eine religiöse Erfahrung, brauche ich keinen Theologen, brauche keinen Priester, brauche keinen lieben Gott. Ich mache die Erfahrung unmittelbar, ohne Medium. Das ist, was wir heute brauchen. Wir brauchen die Medien gar nicht, ja. Wenn ich zu meiner eigenen Quelle kommen will. Ja? Ja, ja, okay. Leute wissen aber nicht, was immediate ist. Die sind ja immer außerhalb von sich, ja, und kommen zu dieser Quelle nicht. Mhm. Ein anderes wichtiges Wort ist das Wort Wissen, nicht Wissenschaft, was aus dem Sanskrit kommt, Vidya, V-I-D-Y-A. Aus diesem Wort, was wir sind, haben wir indogermanische Sprache, wir sind mit Indien am meisten verwandt, wissen es oft gar nicht, ist das lateinische Wort videre gekommen, schauen, und dann das Wissen. Das Wissen ist eine Schau auf einer tieferen inneren Ebene, hat mit Wissenschaft nicht primär zu tun.
Deswegen haben wir im Griechischen die sogenannte Theorie und Praxis. Und das Wort Theorie wird normalerweise als abstraktes Wissen definiert. Ja, so würden das Akademiker auf Hochschulen dir definieren. Stimmt überhaupt nicht. Das Wort Theorie kommt von Theorein, griechisch, schauen, ohne Objekt. Ich schaue etwas an in die Wirklichkeit, ohne etwas zu objektivieren. Mhm. Und aus dieser Erfahrungsdimension der Theorie erwächst die Praxis. Nur was ich vorher geschaut habe, ohne intellektuell zu reflektieren, kann ich in die Praxis umsetzen. Und mit diesen Begriffen wird hier völlig akademisch falsch hantiert. Aber wir kommen, ich möchte nochmal auch auf einen ganz wichtigen Begriff, weil er im Herz, die Herzkraft so wichtig ist. Ja. Ich habe ja vor einigen Jahren diesen Begriff Kardiosophie in die Welt gesetzt. Was, die Kardiosophie? Kardiosophie, die Weisheit vom Herzen. Ach so, ja, okay, Moment, Kardiologe kenne ich noch. Ja. Das ist ein Herzwissenschaftler? Oder? Ja, das ist ja der Kardiologe, ja. Der Herz. Ein Herzarzt. Aber diesen Begriff kannst du heute im Internet auch von mir finden. Den Begriff Kardiosophie hat es vorher nicht gegeben. Und was beschreibst du damit mit der Kardiosophie? Die Weisheit vom Herzen. Das ist etwas anderes als die Wissenschaft vom Herzen. Mhm. Das heißt, in meinem Herzen findet die größte Erinnerungskraft statt. Und ich bin mir dessen nicht bewusst. Wir sind ja heute so kognitiv ausgerichtet. Ja? Jeder redet von kognitiven Meisterschaften im Gehirn. Da findet ja der Affentanz der Digitalisierungswelt statt. Ja? Im Gehirn, nicht im Herzen. Im Herzen gibt es keine Digitalisierung, aber im Hirn. Die Erinnerung, die wesentliche Erinnerung des Menschen, findet im Herzen statt. Das hat übrigens schon Leonardo da Vinci erkannt, weil er gesagt hat, Wissen ist eine Sache des Herzens. Hat Leonardo da Vinci schon gesagt. Nicht Wissenschaft, Wissen. Jetzt haben wir das Wort ricordari im Lateinischen, das als Erinnern übersetzt wird. Es ist aber die Rückkehr zum Herzen, wenn man es genau nimmt. Ricordar. Rückkehr zum Herzen. Wir nennen aber to record or to remember, sagen wir immer die Erinnerung. Es ist aber die Rückkehr zum Herzen. Aha. Ricordari, zum Herz zurück. Das heißt, die größte Erinnerung, die Verinnerlichung, ist in meinem Herzen. Deswegen ist das Wort auswendig lernen im Englischen learning by heart und nicht learning by brain. Ja. Ja? Okay. Macht ja Sinn. Aha. Macht ja keiner. Aber es lernt ja keiner im Herzen. Nein, sie lernen mit dem Kopf. Im Französischen ist es apprendre par cœur, sich zu Herzen nehmen. Nicht zum Kopf. Also in der Sprache ist die Bedeutung noch viel offensichtlicher wie bei uns, auswendig. Wir haben auch natürlich wunderbare Worte, die auch einen Sinn machen und umgekehrt. Aber man muss sie wirklich austauschen, um tiefer einzusteigen. Ja? Und wenn das Herz ist nicht nur ein Pumporgan, was sowieso hat ja keine Pumpkraft, hat eine Saugkraft, was ja auch die Leute nicht wissen. Aber es ist nicht das Pumporgan, sondern ist der große Energiespender. Das Energiefeld des Herzens ist 5000 Mal größer als das des Gehirns. Das wissen wir aus der großen Forschung heute. Ja, ja. Wir verlagern aber alle unsere Aktivitäten immer auf den Kopf. Wir wollen uns anstrengen mit dem Kopf. War da früher schon so. Ja. Was heißt es denn dann für die Wissenschaft? Müsste da ein Umdenken stattfinden? Dringend. Dass wir mehr Herzensenergie in die Wissenschaft fließen lassen? Wir brauchen ein Gleichgewicht von, also man nennt es Kohärenz, von Hirn und Herz. Die existiert zurzeit nicht. Ja? Ja, und auch dieses Interview natürlich jetzt schon auf Nuviso Plus für alle unsere Premium-Abonnenten ansehbar. Und ja, Frank, ich frage mich natürlich oft in unserer Zeit, wie ambivalent diese Welt doch aufgebaut ist. Auf der einen Seite schauen wir in den tiefsten Höllenschlund hinein und auf der anderen Seite gibt es immer wieder so viel Licht und Hoffnung und so viel Positives, was man auf dieser Welt entdecken kann. Ist es unsere Natur des Menschen, dass es immer so gegensätzlich sein muss? Diese Welt ist polar aufgebaut. Ja. Ja. Also wir leben in einer Polarität. Das war ja auch Bestandteil des Interviews, was du geführt hast. Wahrscheinlich ist es wichtig, sich einfach nur dessen bewusst zu werden, um
innerhalb dieser Polarität dann sozusagen auch nicht aus seiner Mitte sich reißen zu lassen. Denn nur wenn du in der Mitte bist, ja, wie man so sagt, bist du auch in der Lage, gute und richtige Entscheidungen für dich selber zu treffen. Und wir sehen es ja, alles, was sich sozusagen polarisieren lässt, also in einen Pol drängen lässt, politisch sieht man das ja gerade besonders schön, ja, dieser Links-Rechts-Konflikt. Mhm. Aber eben zu erkennen, dass man, dass alles Teil derselben Sache ist, das ist wahrscheinlich die große Herausforderung, die wir hier auch mit unserer Arbeit meistern, indem wir sozusagen auch uns in unseren Inhalten auch gar nicht so in eine Ecke drängen lassen, sondern wir zeigen eigentlich all das, was uns vernünftig vorkommt. Und das findet man meistens in allen Ecken, interessanterweise. Ja, so sehe ich mal unsere Arbeit hier auch. Und ja, es wäre natürlich schön, wenn wir da auch weiterhin eure Unterstützung als Zuschauer hätten. Und wir haben es Anfang der Sendung schon erwähnt, mit einer Nuviso YouTube-Kanalmitgliedschaft könnt ihr uns unterstützen oder mit einem Premium-Abo unter Nuviso Plus. Der große Vorteil, ihr unterstützt unsere Arbeit und habt Zugriff auf all unsere exklusiven Premium-Inhalte, die noch nicht auf YouTube stehen. Ja, und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt. Und ich habe es auch schon oft erwähnt, wir haben noch eine ganze Menge in petto. Wir haben Ideen für neue Dokus, wir haben Ideen für neue Formate, aber das ist natürlich wirklich von euch auch abhängig. Wir können nur mit den Mitteln arbeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und selbst da bin ich manchmal erstaunt, wenn ich mir gerade Marc Mobil ansehe, ja, was dieser Mensch wirklich in der Lage ist zu leisten. Das würde normalerweise den kompletten Budgetrahmen, den Nuviso hat, sprengen. Aber Marc schafft es irgendwie. Ja, und man muss ja auch sagen, ein Gehalt bezieht der dafür zum Beispiel nicht. Ja? Wir sind froh, wenn wir seine Unkosten stemmen können. Jetzt ist er im Iran, da kostet zwar der Liter Benzin nur 10 Cent, ja. Aber man kann sich vorstellen, dass da eine ganze Menge noch drumherum natürlich anfällt. Also, wir können nur mit eurer Unterstützung arbeiten. Dafür machen wir diese Sendungen. Das war Nuviso News Ausgabe 35, seit 35 Wochen schon. Wow. Und ja, ich bin mir sicher, dass es 2019 auch für uns weitergeht und diese Panikmache YouTube ist dann demnächst tot, die teilen wir nicht. Und ja, ansonsten war es das für die Woche. Robert, hast du noch was? Ja, ich habe einen langen Weg jetzt vor mir. Es geht wieder nach Hause, nach München, aber ich bin schon bald wieder hier in Leipzig für neue Sendungen, neue Aktionen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier hochfahren darf. Ja, ich dachte, du erwähnst jetzt vielleicht noch die rote Pille, die du diese Woche gemacht hast. Stimmt, da habe ich ja noch was. Haben wir ganz vergessen, vielleicht noch ganz kurz, worum ging es? Ja, es ging natürlich um den Fall Khashoggi. Ich habe mir mal das Thema auch genau angeschaut, wie jeder natürlich, das war ja klar, das ist ja ein Blick in die bizarre Welt der Geheimdienste. Aber es gibt da eben eine interessante Verbindung zu dem Konflikt in Jemen. Es gibt nämlich eine neue Information, die in Ägypten in einer Tageszeitung veröffentlicht worden ist. Und zwar geht es darum, dass man im Boden, die Bodenschätze des Jemen Öl tragen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern es könnte sogar sein, dass im Jemen mehr Öl vorhanden ist wie in Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Und wenn das wirklich stimmt, das muss noch weiter überprüft werden, dann sieht es natürlich so aus, dass der Krieg im Jemen nicht wegen irgendwelchen Sanddünen geführt wird, sondern um die Vormachtstellung des jetzigen Petrodollars weiter voranzubringen. Weil wenn Jemen sich wirklich diesem saudisch-amerikanischen Petrodollar entzieht, dann könnte das wirklich ein Gamechanger sein in diesem großen Spiel. Und so muss man natürlich dann auch sehen, warum so viele Länder, eine riesige Koalition mit Unterstützung von Europa, sich gegen ein Beduinenvolk aufmacht. Und darüber habe ich mir große Gedanken gemacht diese Woche. Genau, und diese sehr aufschlussreiche, bittere rote Pille gibt es jetzt auf dem Kanal von Steinzeit schon kostenlos für alle zu sehen. Unbedingt reinschauen und auch den Kanal von Robert abonnieren. So, und jetzt war es das aber wirklich für diese Woche. Wir sagen Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss, bis bald.